Was ist der Unterschied zwischen einem LAN und dem Internet? Ein lokales Netzwerk, LAN, ist ein privates Netzwerk, das Computer an einem einzelnen Standort miteinander verbindet, z.B. in einer privaten Residenz oder einem Bürogebäude. Durch das Einrichten eines LAN können Dateien, Software und Geräte wie Drucker und Faxgeräte von Benutzern im LAN gemeinsam genutzt werden. Im Gegensatz dazu ist das Internet ein globales, öffentliches Wide-Area-Network, WAN, das Millionen kleinerer Netzwerke mit jeweils über einer Milliarde angeschlossenen Computern verbindet. Der grundlegendste Unterschied zwischen einem LAN und dem Internet besteht darin, dass ein LAN privat und lokalisiert ist, während das Internet öffentlich und weltweit ist. Ein LAN kann die gemeinsame Nutzung von Dateien und Ressourcen erleichtern, indem Computer über ein als Router bezeichnetes zentrales Gerät miteinander verbunden werden. Der Router fungiert als Vermittler und leitet den Datenverkehr im LAN. Computer können über ein Ethernet-Kabel an einen Router angeschlossen werden, oder ein Router kann über Funkwellen drahtlos kommunizieren. Das Internet verbindet Millionen von Netzwerken über T1-Telefonleitungen, Glasfaserkabel und andere Technologien. Eine Gemeinsamkeit zwischen einem LAN und dem Internet besteht darin, dass beide Router zum Routen des Datenverkehrs verwenden. Internet-Router leiten den Datenverkehr über das Internet, und ein LAN-Router leitet den Datenverkehr über das LAN. Der Internetzugang ist eine Option, die bei Bedarf in ein LAN integriert werden kann. Ein zentrales Modem ist entweder angeschlossen oder in den Router integriert und stellt ein Gateway zwischen dem LAN und dem Internet bereit. In der Regel ist im Gateway eine Firewall vorhanden, die als ein Wegventil fungiert und unerwünschten öffentlichen Verkehr vom Zugriff auf das LAN abhält. Die Firewall lässt nur Daten zu, die speziell von Computern im LAN angefordert wurden. Paradoxerweise gibt es Situationen, in denen ein LAN nur zum Zweck der Bereitstellung des Internetzugangs eingerichtet wird. Dies ist praktisch für Haushalte, die über zwei oder mehr Computer verfügen, jedoch nur ein Internetkonto gemeinsam nutzen möchten und nicht mehr. Es ist leicht einzusehen, wie die Verwendung eines LAN für diesen Zweck zu der falschen Annahme führen kann, dass LAN und Internet dasselbe sind. Kommunen, die einen kostenlosen, drahtlosen öffentlichen Zugang zum Internet bereitstellen, tun dies über ein LAN, das im Fachjargon als Municipal Area Network, MAN, bezeichnet wird. Ein Campus Area Network, CAN, ist ein LAN, das erweitert wurde, um das Gelände des Campus abzudecken, und in der Regel lokale Ressourcen sowie den Zugang zum Internet bereitstellt. Diese größeren Netzwerke sind Variationen des LAN, obwohl sie immer noch lokalisiert sind. Das Aussetzen eines LANs gegenüber dem Internet birgt Sicherheitsrisiken. Hacker finden möglicherweise einen Weg um Firewalls herum, und Benutzer im LAN laden möglicherweise unwissentlich Dateien herunter, die Viren, Trojaner, Spybots, Keylogger oder andere schädliche Programme enthalten. Sobald ein einzelner Computer in einem LAN infiziert ist, kann sich die Infektion schnell im gesamten LAN ausbreiten. Der Internetzugang kann auch dazu führen, dass Mitarbeiter abgelenkt werden, die ihn nicht benötigen. Da ein LAN so häufig als Gateway zum Internet verwendet wird, kann man sich ein LAN und das Internet als Synonym vorstellen. Ein LAN erfordert jedoch keinen Internetzugang, und sein einziger Zweck kann darin bestehen, Dateien problemlos zwischen Computern zu übertragen, die sich in unmittelbarer, relativer Nähe zueinander befinden, oder Drucker, Faxgeräte oder andere Hardware gemeinsam zu nutzen.